Dein Vater hat gesagt, du darfst nicht weinen. Auch nicht freuen, in beide Richtungen nicht. Um Gottes Willen, das ist ja ein Miststück, ist was? Miststück. Das ist ein richtiger Arsch. Böser Mann. Hat der einfach gesagt, du darfst nicht lachen und du hast gehorcht. Mit der Zeit, ja. Und du hast gesagt, er hat gesagt, du darfst nicht weinen, hast du auch umgesetzt. Auch das. Jetzt bist du wie alt? 33. Okay. Das bedeutet, das schleppst du die letzten Jahre schon die ganze Zeit mit dir rum? So ist es, ja. Da wird es ja mal Zeit, das abzulegen, oder? Deswegen bin ich hier. Da wird aber langsam mal Zeit, dass der Typ ein Mann wird, oder? Mach mal auf! Komm mit! Mama, meh! Meh! Sensationell! Das kann er gut. Das ist scheiße, oder? Jawohl. Das sollte ein Mann nicht machen. Dein Vater hat das wahrscheinlich gut gemeint und hat damit alles verkackt, was er nur verkacken kann. Er wollte einen Mann aus dir machen. Und jetzt ist er ein zerrissenes Wesen. Fühlst du dich manchmal ein bisschen zerrissen? Absolut, ja. Weil auf einmal, du sollst auf der einen Seite stark sein und innerlich sind aber die Emotionen nicht klar, richtig? Jawohl. Kann ich nachvollziehen. Davon kenne ich so unfassbar viele Exemplare, bei denen die Eltern gedacht haben, hey, wir machen alles richtig, wir geben ihm diese Energie, ich erkläre ihm, wie es ist, Mann zu sein. Doch die Wahrheit ist, dass dein Vater ein Schlappschwanz war. Sonst hätte er das niemals zugelassen, dass er seinem Sohn sowas antut. Und das ist nicht, weil sein Vater böse ist, sondern weil er unbewusst war. Weil er das Allerbeste für sein Kind wollte und damit ein Riesendesaster angerichtet hat. Das ist die Wahrheit. Das passiert, wenn Menschen unbewusst sind. Wenn sie was sind? Dann erinnere dich mal an Situationen, in denen deine Mutter für dich da war. Gibt es da welche? Ja. Wenn du diese Situation wahrnimmst, in der deine Mutter für dich da war, wie fühlt sich das in dir an? Gut. Wo fühlst du das? Bauch und Herz. Herz. Wenn dein Herz eine Stimme hätte, was würde dein Herz deiner Mutter sagen? Ja, vielen Dank, dass du immer sowohl für mich als auch für meinen Bruder da warst, dass du dich schützend vor uns gestellt hast, auch insbesondere dem Vater gegenüber und dass du so viele Benachteiligungen, Beeinträchtigungen auf dich genommen hast für uns Kinder. Deine Mutter hat da so eine männliche Rolle eingenommen, ne? Beide Parts, ja. Die hat sich ganz schön verbogen, oder? Ja. Ist das Liebe? Auf jeden Fall. Würde das jede Mutter machen? Steckt in jeder Mutter eine Löwin? Ja! Und ihr Löwen, ihr ruft was? Du richtest dich auf und du brüllst mit den anderen Löwen auf drei. Freiheit aus deinem tiefsten Inneren. Mach die Augen zu. Erinnere dich, wer du wirklich bist. Erinnere dich an den Mann in dir, den Löwen. Auf drei, 1, 2, 3. Freiheit! Nochmal 1, 2, 3. Freiheit! 1, 2, 3. Freiheit! Jetzt erklär mir, was du gerade spürst. Kraft. Wie fühlt sich das im Körper an? Sehr gut, sehr durchdringend. Spürst du etwas, was aufgebrochen ist? Die ganze Anspannung, ja. Ja, Augen zu. Seid ihr bereit? Ja! Auf drei, auf was? Drei! Bist du bereit? Ja. Bist du bereit, Blut zu schlucken? Ja. Bist du bereit, Schafe zu reißen? Ja. Bist du bereit, zu brüllen wie Löwe? Ja. Umdrehen. Noch einmal auf drei. Eins. Bist du bereit? Ja. Zwei. Drei. Freiheit!